Hallo, ihr liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen angespielt Mutant Mats Deluxe. Wurde vor Ewigkeiten mal vorgeschlagen, war ein Steam-Spiel und habe ich mittlerweile mal bekommen. Und wir machen jetzt ein kleines Angespielt davon. Gucken wir es uns einfach mal an. Neues Game. Wir können mit der Maus steuern. Ein riesiger Meteor stürzt auf den Fernseher hinab. Auf die Erde. Matti! So, jetzt kann man richtig spielen mit Pfeiltasten. Oh. Ah ja, cool. Ihr seht unten links, wir haben einen... Wir haben die Möglichkeit, unser Jetpack zu nutzen. Jump zweimal. Es geht um Zeit, Leute. Shoot. Okay, wie kann ich schießen? Da muss ich erstmal kurz gucken. So. Mit Y. Na gut. Süß. Okay, das Schießen finde ich ein bisschen... Oh, lol. Strange. Checkpoint. Nehme ich natürlich das mit, ist ja klar. Bevor wir dann gleich wieder in die andere Dimension wandern. Ist ja witzig. Kann man die kaputt schießen? Nee. So, dann geht's wieder hoch. Na, hier nach oben. Das sieht so verwirrend aus. Wir haben ein Leben verloren. Das ist ja sehr bedauerlich. Wieland? What? Möchte ich wahrscheinlich gar nicht. Da müssen wir erwischen. Ach, oh, warum nicht? Verdammt nochmal, verdammt nochmal! Ah, diese Fliegenviecher sind ekelhaft. Warum ist die Steuerung totale Katastrophe? Komme ich hier wieder raus eigentlich? Nope. Not possible to escape here. Das ist ja widerlich. Die Steuerung ist auch super eklig. Lässt sich ungefähr ziemlich schnell auf. Okay, komme ich nicht hin. Puh. Dann checkt man erstmal den Checkpoint ab. Aber ich glaube, bei dem anderen war ich noch nicht fertig gewesen, ne? Da wurde ich leicht getrollt mit dem einen, mit der einen Seite, wo ich dachte, okay, da geht es wahrscheinlich eh nicht raus. Aber dann geht es tatsächlich raus. Auf keinsten! Na gut, oder auch nicht. Das war weniger geil.
Wahrscheinlich werde ich auch mal sterben, oder? Ich glaube, das ist wesentlich schöner. Als hier. Den gesamten Weg neu zu laufen. Warum komme ich denn auf einmal nicht mehr hoch? Hast du das erste Mal wunderbar funktioniert? Ja? Ach, ist mir egal, muss ich ihn nicht töten. Boah, die Steuerung ist so Grütze. Ich kenne die anscheinend irgendwie nicht umstellen, ne? Und den komme ich nicht ran, das ist ja super fies. Ja, aber er erwischt mich genau, so siehst du aus. So siehst du aus. Er muss echt jeden Millimeter ausnutzen. Sonst kommst du dann nicht rüber, ne? So siehst du hässliches Glubschauge auch aus, ey. Ich will nicht immer wieder retryen. Naja, lass mal. Lass mal, ich quitte. Ich fahr trotzdem mal vorne an, lol. LOL! Das ist ja lol. Kann man nicht mal skippen. Das ist ja doof. Und das ist ja auch kein... okay. Eigentlich wollte ich... ja, das ist... Ich wollte hier das Ende von dem Level nochmal sehen. Ja. Jetzt war ich so weit gewesen. Das Tor ist irgendwie doof. Aber der Levelabschluss gerade war sehr unbefriedigend, muss ich sagen. Hier von dem Level. Warum ist da nichts gewesen? Keine Statistiken? Nix? Und was bedeuten denn die Kristalle, die ich hier einsammle? Das ist schon sehr strange. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass es so sein soll. Das ist Wieland, ne? Hier geht's auch noch weiter. Siehst du? Irgendwie war das, glaube ich, nicht. Achso, nee, das war hier gewesen, dann hier. Wahrscheinlich waren es aber nur extra Punkte hier, aber. Scheiße. Was ist das denn? Soll ich mir die anderen Punkte noch holen und hier reinlaufen? Acht, hoch. Okay, das ist. Keine Ahnung, was das bedeutet. Holy shit. Das ist also richtig gewesen, was ich gesagt habe. Komm, du Otto! Na klar, naja, klar. Und ich fall wieder runter. Kann ich nicht kaputt machen. Oh, was macht er da? Der ändert doch irgendwas, oder? Ne, doch nicht. Ah. Okay. Der geht immer in Hintergrund. Ah, okay, das ist alles klar. Der geht mal. Jetzt ist er vorne. Ne, seht ihr, hier ist ein bisschen deutlicher. Jetzt im Hintergrund. Oh nein, nicht jumpen. Das ist ja fies. Ich habe noch ein Herz, by the way. Das ist voll doof. Oh, die Steuerung ist so ekelhaft. no! Ja. Was wir jetzt quit machen? Dann haben wir quasi einmal. Okay. Granny's Attic. Was haben wir hier? Komm ich hier rein? Ein Spiegel.
Ah, nochmal heftigere Level. Geister, die ich nicht killen kann, die mich aber durchaus angreifen können. Geisterlevel. Okay, ich kann gar keinen angreifen. Das macht natürlich alles noch ein bisschen spannender. Mhm. Das ist doch ein Level nach meinem Geschmack. Hust. Ei, da kann ich zerquetscht werden. Das ist ja uncool. Werde ich selbstverständlich nicht zerquetscht, ist ja selbstverständlich. Kenn mich ja. Huch, und da bin ich denn hin? Ein Checkpoint! Okay, ich werde hier wahrscheinlich gleich eh getroffen von irgendeinem. Ah! Da war die Rübe zu schnell oben. Gute! Ja, würde ich sagen, an der Stelle war es das gewesen mit dem Angespielt zu Mutant Mats Deluxe. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's für dieses Angespielt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!